Hallo ihr Lieben, ich bin Katharina und auf euch wartet heute ein Yoga-Sonnenbrust-Tutorial. Perfekt für diejenigen unter euch, die erst mit Yoga angefangen haben oder wirklich noch Anfänger sind, ganz am Anfang stehen und so ein bisschen mehr in die Dynamik, in den Ablauf von dem Sonnengruß, den einmal integrieren wollen oder auch verinnerlichen wollen und den einfach mehr üben wollen. Alles, was ihr dafür braucht, ist bequeme Klamotten und eine Yogamatte. Und ich würde sagen, dann lasst uns beginnen. Wir beginnen im Stehen am Anfang deiner Yogamatte. Stell dich hier hüftbreit hin und richte dich im Oberkörper gut auf. Dann schließe hier einmal für einen kurzen Moment deine Augen. Stell dir vor, dass von der Spitze von deinem Kopf ein Faden nach oben Richtung Himmel geht, der dich aufrichtet, so ein bisschen in die Länge zieht. Deine Schultern bleiben unten. Weg von den Ohren. Dann bring die Aufmerksamkeit hier aber ganz bewusst zu deinen Füßen. Nimm wahr, wie deine Füße die Matte berühren. Und von hier nimm einen tiefen Atemzug. Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Noch einmal tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und dann bring von hier ein bisschen Spannung in den Körper. Und atme ein, bring die Arme gestreckt über die Seite nach oben. Mach hier eine leichte Rückbeuge. Der Blick geht nach oben. Und dann atme aus, gib die Hände vor deinem Herzen zusammen. Die Daumen berühren das Brustbein. Und wir sind jetzt hier in der Ausgangsposition vom Sonnengruß. Und das ist so eine ganz zentrierte Position, zu der wir immer wieder nach jeder Runde zurückkehren. Nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug, atme tief durch die Nase ein, behalte die Spannung im Körper. Und durch den Mund wieder aus. Dann lass es beginnen, atme ein, löse die Hände, bring die Arme gestreckt über die Seite, weit nach oben. Leichte Rückbeuge, der Blick geht nach oben. Ausatmen, bringst die Arme gestreckt über die Seite mit deinem Oberkörper nach unten für die Vorbeuge. Kopf und Nacken hängen jetzt ganz entspannt nach unten. Und es ist hier erstmal ganz egal, wie weit du hier nach unten kommst, je nachdem wie flexibel dein Körper ist. Wichtig ist, dass dein Kopf jetzt nicht allzu angespannt ist, sondern dass Kopf, Schulter und Nacken ganz entspannt nach unten hängen. Dann winkel die Knie leicht an, komm auf deine Fingerspitzen und mach mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach hinten in den Sprinter. Das rechte Knie ist jetzt abgelegt, der Fußspann liegt auf. Und dann achte hier erstmal darauf, dass dein Knie ungefähr über deinem Fußgelenk steht und kein spitzer Winkel da ist. Das ist nämlich nicht so gesund fürs Knie. Ja, das Knie steht über deinem Fußgelenk. Und in dieser Position vom Sprinter, indem wir hier auch unseren rechten Hüftbeuger so ein bisschen dehnen, ist es wichtig, dass du jetzt nicht in den Schultern versinkst, sondern dass der Oberkörper gut aufgerichtet bleibt. Such dir dafür einen Punkt, auf den du dich konzentrieren kannst, in der Ferne. Und auch hier, die Schultern bleiben unten. Dann atme tief ein und wieder aus. Und dann komm auf deine Hände, klapp jetzt die rechten Zehen um. Und von hier steigen wir in die Planke oder auch Yoga-Liegestütz genannt. Das heißt, du bringst deinen linken Fuß nach hinten. Wenn du nach hinten schaust, sollten die Füße jetzt hüftbreit stehen. Deine Hände stehen unter deinen Schultern und dein Körper ist in einer festen Linie ausgerichtet. Und ausatmen, Knie, Brust und Stirn auf der Matte ablegen. Der Fußspann liegt auf. Die Hände stehen jetzt unter den Schultern und die Ellenbogen sind dicht am Körper. Atme ein, roll die Schultern für die kleine Kobra nach oben, heb den Oberkörper an und richte dich im Oberkörper gut auf. Auch hier bleiben die Ellenbogen dicht am Körper. Die Schultern ziehen so ein bisschen nach hinten. Die Kraft für die kleine Kobra kommt hier allein aus dem unteren Rücken. Und achte darauf, dass du den Kopf jetzt nicht nach hinten in den Nacken schmeißt, sondern dass der Blick tendenziell eher nach unten geht.
Und ausatmen, leg mit Länge langsam wieder ab. Und von hier schieb dich über die Knie nach hinten, klapp die Zehen um und schieb dein Gesäß nach oben für den herabschauenden Hund. Füße stehen hüftbreit und die Fersen streben nach unten Richtung Matte. Du kannst die Knie hier noch leicht angewinkelt lassen und stell dir vor, dass du dein Gesäß nach oben Richtung Himmel schiebst, sodass Länge in deinem Rücken entsteht. Nimm auch hier einen tiefen Atemzug. Die Finger sind leicht gespreizt. Und mit der nächsten Einatmung kommt jetzt der rechte Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Ich mache das einmal vor, also einatmen, bring den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Wenn du am Anfang noch nicht so flexibel bist, das ist überhaupt kein Problem, dann kannst du gerne erst dein linkes Knie absetzen, unter dein rechtes Knie greifen und den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände holen. Ja, wir sind jetzt hier wieder im Sprinter. Und ausatmen, zieh dein linkes Bein nach vorne nach, Vorbeuge. Einatmen, bring die Arme gestreckt über die Seite und richte dich im Oberkörper auf. Rückbeuge, der Blick geht nach oben. Und ausatmen, komm wieder in die Ausgangsposition, gib die Hände vor deinem Herzen zusammen. Nimm hier einen tiefen, ganz bewussten Atemzug. Und dann machen wir das gleiche jetzt auch nochmal auf der linken Seite. Atme ein, löst die Hände, bring die Arme gestreckt über die Seite, weit nach oben. Rückbeuge, der Blick geht nach oben. Ausatmen, komm nach vorne für die Vorbeuge. Achte wieder darauf, dass Schulter, Nacken, Kopf ganz entspannt nach unten hängen. Von hier mach mit deinem linken Fuß einen großen Schritt nach vorne. Linkes Knie ist abgesetzt, der Fußspann liegt auf. Bleib im Oberkörper gut aufgerichtet und achte jetzt hier auf dein rechtes Knie. Das Knie sollte ungefähr über dem Fußgelenk stehen. Komm auf deine Hände, klapp die linken Zehen um und steig in den Yoga-Liegestütz. Dein Körper ist eine feste Linie. Spann deinen Bauch an. Und ausatmen, Knie, Brust und Stirn auf der Matte ablegen. Der Fußspann liegt auf, Ellenbogen sind dicht am Körper. Einatmen, roll die Schulter nach hinten, Oberkörper anheben, kleine Kobra. Und auch hier der Blick geht tendenziell eher nach unten. Und ausatmen, leg mit Länge wieder ab und schieb dich über die Knie nach hinten in den herabschauenden Hund. Füße stehen wieder hüftbreit. Knie können ganz leicht angewinkelt sein, die Fersen streben nach hinten Richtung Matte und dein Rücken ist lang. Schieb dein Gesäß, dein Steißbein tendenziell nach oben Richtung Himmel. Mit der nächsten Einatmung machst du mit deinem linken Fuß jetzt einen großen Schritt nach vorne zwischen deine Hände. Alternativ setz erst das rechte Knie ab und hol dann den linken Fuß nach vorne. Auch hier im Oberkörper gut aufgerichtet bleiben. Und dann ausatmen, zieh dein rechtes Bein nach vorne nach, Vorbeuge. Einatmen, bring die Arme gestreckt über die Seite nach oben, Rückbeuge. Und ausatmen, gib die Hände vor deinem Herzen zusammen. Nimm hier wieder einen tiefen Atemzug. Und dann machen wir den Sonnengruß jetzt noch einmal in einem bisschen flotteren Tempo auf jeder Seite. Atme ein, bring die Arme gestreckt über die Seite nach oben. Rückbeuge, der Blick geht nach oben. Ausatmen, kommt geraden Rücken nach vorne für die Vorbeuge. Kopf und Nacken sind wieder ganz entspannt. Von hier mach mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach hinten. Sprinter, Oberkörper bleibt aufgerichtet. Komm auf deine Hände, klapp die rechten Zehen um und steig in das Brett. Bei Yoga Liegestütz. Der Körper ist eine feste Linie, Füße stehen hüftbreit. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn auf der Matte ablegen. Der Fußspann liegt ab. Einatmen, roll die Schulter nach hinten, Oberkörper anheben, kleine Kobra. Und ausatmen, leg mit Länge wieder ab und schieb dich über die Knie nach hinten in den herabschauenden Hund. Schieb dein Gesäß weit nach oben. Und mit der nächsten Einatmen machst du mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach vorne.
Alternativ setz erstmal wieder dein linkes Knie ab. Und ausatmen, zieh dein linkes Bein nach vorne nach. Einatmen, komm nach oben in die Rückbeuge. Ausatmen, gib die Hände vor deinem Herzen zusammen. Nimm hier wieder einen tiefen Atemzug. Und vielleicht nimmst du ganz langsam schon so ein bisschen Wärme in deinem Körper wahr. Der Sonnengruß ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, um den Körper von der Yoga-Einheit gut aufzuwärmen. Und dann atme ein, bring die Arme gestreckt über die Seite nach oben, Rückbeuge. Und ausatmen, komm nach vorne für die Vorbeuge. Mach jetzt mit dem linken Fuß einen großen Schritt nach hinten in den Sprinter. Linkes Knie und Fußspann sind abgelegt. Oberkörper ist wieder gut aufgerichtet. Komm auf deine Hände, klapp die linken Zehen um und steig in das Brett. Körper ist wieder eine feste Linie, Füße stehen hüftbreit. Und ausatmen, Knie, Brust und Stirn auf der Matte ablegen. Fußspann liegt auf. Ellbogen sind dicht am Körper. Einatmen, roll die Schulter nach hinten. Oberkörper anheben, kleine Kobra. Und ausatmen, legen mit Länge wieder ab und schieb dich über die Knie nach hinten in den herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmen machst du mit deinem linken Fuß einen großen Schritt nach vorne. Setz auch hier gerne erstmal wieder das rechte Knie ab. Und ausatmen, zieh dein rechtes Bein nach vorne nach, Vorbeuge. Einatmen, bring die Arme gestreckt über die Seite, weit nach oben, Rückbeuge. Ausatmen, gib die Hände vor deinem Herzen zusammen. Ja, und ich würde dir einfach empfehlen, das Tutorial vielleicht noch einmal anzuhören, das Ganze, die ganzen Abläufe so ein bisschen zu verinnerlichen, das einfach noch öfters zu machen, weil so geht es dann einfach wirklich in den Körper über. Und du wirst merken, wenn du das einfach öfters gemacht hast, dann werden dir die Sonnengrüße irgendwann total einfach fallen und du wirst dir die Abfolge auch sehr gut merken können. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Mitmachen und ich wünsche euch viel Freude mit meinen weiteren Videos.